wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Alles Fundsachen unserer Schüler. Sie haben das alles angeschleppt. Vermisst ihr vielleicht was Bestimmtes? Nein, nein, ich wollte nur wissen, wo sie das jetzt unterbringt. Irgendwie blöd, wir schleichen hier rum wie Schwerverbrecher. Dabei gehören die Sachen uns. Wir sind nicht gekommen, um was zu holen. Wir wollen was bringen. Und morgen wird das alles abgeholt. Nee, ich hab mich geirrt. Die Sperrmüllabfuhr ist erst nächsten Donnerstag. Tu doch nicht so. Du suchst da bloß einen Ersatzbrot, weil Sonja auch von da vorne ist. Sorry, darauf habe ich echt keinen Bock. Ich mit dir ins Kino? Na, was dachtest du denn? Dann zog ich immer mit meinem Vater. Also, ich hätte eigentlich Lust, jeden Tag mit dir zusammen zu sein. Du, Molly, ich finde dich echt total nett. Aber ich habe keine Lust, deine Nummer 4 zu werden. Und irgendwo da wartet schon die Nummer 5. Ypsilon Libon? Ja, wer soll denn das sein? Ich hab's. Lies den Namen doch mal rückwärts. No more D. Ganz schön raffiniert. Habt ihr schon rausgefunden, wer die Geschichte geschrieben hat? Hey, Buddy. Hey, was führt dich denn so früh hierher? Übrigens, wie war noch Rendezvous mit Tine? Anfangs war eigentlich alles prima. Dann hat sie mich doch noch abblitzen lassen. Wie gefällt dir das? Stell dir vor, sie hält mich für so einen blöden Aufreißertypen. Ja, da liegt sie doch gar nicht mal so falsch. Jetzt fang du nicht auch noch an, als ob ich Mädchen nach Nummern sammle, ey. Verstehe ich gar nicht. Wie kann man dich nur so falsch einschätzen? Ja, wahrscheinlich haben mir Nadine und Iris erzählt, ich wäre so eine Art Mini-Casanova oder sowas. Ja, den Ruf hast du dir aber auch ehrlich erarbeitet. Jetzt hör endlich auf mit dem Scheiß. Verrat mir mal lieber, wie ich davon wegkommen soll. Eine Runde Aussetzung, gleich ein neuer Versuch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bei Nadine und Iris ist mir egal, was sie von mir halten. Aber doch nicht bei Tine. Du scheinst es ja tatsächlich mal ernst zu meinen. Ja. Da musst du dir mal was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, und was? Was würdest du denn an meiner Stelle tun? Hey, einen Song schreiben. Na klar, ich stell mich nachts vor ihr Fenster und brumm mir was vor. Da steht, dass wir im Fall Nobody keinen Schritt weitergekommen sind. Aber die Story war ein Riesenerfolg. Stimmt, wir mussten sogar einige Exemplare nachkopieren. Wow, dann ist Nobody ja ein richtiger Glücksfall für Kurz- und Kleinstein gewesen. Für uns schon, bloß die Lehrer sind nicht alle happy. Deshalb wollen wir unbedingt eine Fortsetzung für die nächste Ausgabe. Aber bis dahin müssen wir erstmal herausfinden, wer der große Unbekannte ist. Oder die große Unbekannte. Sag mal, wo ist eigentlich Vera? Ich wollte gleich nachkommen. Sie hat mir ihre Sachen schon mitgegeben. Seht mal. Vera scheint ja richtig sauer gewesen zu sein. Na Logo, bis zuletzt fehlte ein Beitrag. Und keiner wollte ihn schreiben. Bis Nobody gekommen ist. Sag mal, wie war das eigentlich genau, als ihr die Diskette gefunden habt? Na ja, wir sind reingekommen. Vera hat geschimpft, weil sie das Ganze von vorn bis hinten anstinkt. Und dann hat sie das mit den Pappnasen geschrieben. Und plötzlich... lag die Diskette vor euch. Stimmt, eine Diskette ohne Aufkleber. Aber was willst du damit sagen? Ist doch möglich, dass Vera uns nur einen Denkzettel verpassen wollte. Du meinst also, sie ist selber Nobody? Quatsch, ich habe dir doch gerade erzählt, dass ich selber dabei war, als sie die Diskette gefunden hat. Und was ist, wenn sie die vorher da hingelegt hat? So wie die hier? Wo hast du die denn her? Da bin ich ja mal gespannt. Wie der stinkt hier seinem Namen alle Ehre machte. Ey, das ist ja wirklich eine Fortsetzung. Sag mal, kann es sein, dass die Diskette eben aus Veras Mappe gefallen ist? Sie kann, aber sie muss nicht. Wir haben sie nur unter dem ganzen Zeug hier gefunden. Stimmt. Es könnte auch jemand ganz anderes gewesen sein. Und wer? Ist euch aufgefallen, dass bisher alle Erwachsenen-Einsteiner in den Geschichten aufgetaucht sind, bis auf zwei? Fabian, Wolfert, Stolberg, Galwitz und Delling. Wer fehlt denn da noch? Nadja und Pasulke. Ach, hallo, Herr Pasulke. Ich habe sie schon überall gesucht. Oh, oh. Nee, es tut mir leid, da ist wirklich nichts mehr zu machen. Na, ich weiß, ich wollte ihn bloß wegwerfen. Sie haben doch gestern was von Sperrmüllabfuhr gesagt. Ach, hör mir bloß damit auf. Wieso? Naja, weil ich die verflixten Fundsachen gar nicht wegwerfen darf. Ich habe das mit dem Sperrmüll nur so gesagt. Ich wollte den Schlamp beim Dampf machen, dass er endlich ihre verlorenen Sachen abholen. Ach so, verstehe. Ja, und hat's geklappt? Nee, Reinfall auf der ganzen Linie.
Ja, und nun? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich wird der Berg mit den Fundsachen wachsen und wachsen und immer weiter wachsen und irgendwann wird das ganze Schloss unter sich begraben. Aber da muss man doch was gegen tun. Wie wär's, wenn Sie die Sachen einfach versteigern? Ach, eine Auktion. Du meinst, wie die Bahn das mit ihren Fundsachen macht? Gute Idee. Aber nee, ich meine, wer will denn schon eine krakelige Love Story oder ein Schummellexikon ersteigern? Die ehemaligen Besitzer natürlich. Bei einer Versteigerung brauchen die sich nicht als Verlierer zu outen und kommen trotzdem wieder an ihre Sachen. Ah, du meinst, die sollen Geld dafür zahlen? Muss nicht unbedingt Geld sein, vielleicht irgendwas anderes. Ja. Was denn dann? Ach, da fällt uns schon was ein. Wenn Sie wollen, organisiere ich auch die Auktion. Ja, aber wir brauchen jemanden, der die Sachen anbietet. Einen guten Auktionator? Ja, so ein richtiges Zugpferd. Und reden können muss der wie ein Bananenverkäufer. Da fällt mir schon jemand ein. Soll ich ihn mal fragen? Hi Alex, störe ich? Naja, ein bisschen schon. Naja, ich habe gerade einen neuen Song geschrieben und ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht bei den Aufnahmen helfen kannst. Gratuliere. Aber wie würdest du das eigentlich machen? Singen und gleichzeitig Geige spielen? Ja, warum nicht? Käme auch den Versuch an. Weißt du, ich habe mich gerade bei Jugend forscht beworben. Eigentlich habe ich gar keine Zeit mehr für was anderes. Ah, toll. Verstehe. Also, du hast was Wichtigeres zu tun als Alberts Enkel. Okay. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ich kann es mir ja trotzdem mal überlegen. Aber wir bräuchten wenigstens noch ein oder zwei Mann, damit das alles überhaupt Sinn macht. Hallo Alexander, hallo Budi. Sag mal, habt ihr Laura oder Vera gesehen? Weder noch. Habt ihr schon mal in der Schülerbar geguckt? Ja, da waren wir schon. Ciao. Hey, warte mal. Du spielst doch Schlagzeug, oder? Ja, wieso? Dann könntest du doch... Nee, ist schon okay. Ach, Mann. Was ist eigentlich mit ihrer? Ja, die hat doch einen anderen Musikgeschmack. Und außerdem habe ich keine Lust mehr, mich mit ihr immer zu streiten. Fällt dir sonst keiner mehr für die Band ein? Na, ich überlege ja schon, aber... Wie wär's mit Oliver? Oliver? Der spielt doch überhaupt gar kein Instrument. Und außerdem bezweifle ich, dass der das überhaupt stimmlich packt. Aber Oliver sieht gut aus. Der könnte gleich bei den Backstreet Boys mitmachen. Also Oliver kannst du im Moment echt total vergessen. Der hat Liebeskummer. Liebeskummer macht soft und sexy. Darauf stehen die Girlies. Naja, ob das Richtige für einen Neuanfang ist? Ja, ich sehe schon. Ich bin wohl der letzte Enkel von Albert und werd's wohl auch bleiben. Und der König der Tiere zeigte sich wahrhaft königlich und schenkte der Maus das Leben. Wenige Tage darauf verfing sich der Löwe in einem Netz. Er brüllte vor Zorn, aber das Netz hielt ihn fest. Da kam die Maus herbeigelaufen und zernagte das Netz, sodass der Löwe frei davongehen konnte und... Moment mal, noch die Hausaufgaben bitte. Jeder von euch denkt sich eine Fabel aus. Und zwar aus eurem Umfeld. Ist euch eigentlich klar, was er damit bezwecken will? Was denn? Denkt doch mal nach. Ein übellauniger Wolf, der ständig in den Gräbern auf dem Schlosshof wühlt. Diesmal sucht er garantiert nicht nach alten Gräbern. Er versucht rauszubekommen, wer die Fabeln in der Schülerzeitung verbrochen hat. Meinst du echt? Na klar. Er will unsere Fabeln mit der in der Schülerzeitung vergleichen. Und schwupp, schon hat er den Täter. Aber so einfach ist das nicht. Was ist, wenn der Täter genau das Gegenteil versucht? Bei Wolf macht ihn das auch nicht verdächtig. Egal wie, jeder könnte der Täter sein. Vielleicht sogar ich selbst. Ja, genau. Ich habe dich neulich beim Schlafwandeln gesehen. Erinnerst du dich? Na klar, du hattest eine Diskette in der Hand und warst auf dem Weg ins Labor. Was soll das denn? Bastelt ihr schon an der Fabel? Und zwar aus eurem Umfeld? Und da werden die ganzen Fundsachen versteigert? Kann schon sein. Jedenfalls sind total witzige Sachen dabei. Das ist unsere Chance. Du sagst es. Bei so einer Auktion kann sich da jeder was aussuchen, auch wenn es ihm nicht gehört. Na klar, du musst es nur ersteigern. Ersteigern? Aber das steht auch, kostet keinen Pfennig. Genau. Ohne Geld bedeutet noch lange nicht, dass es umsonst ist. Das verstehe ich nicht. Kommt zur Auktion, dann werdet ihr es schon erfahren. Übrigens, wir haben einen Megatyp als Auktionator gewonnen. Ach ja? Wer ist es denn? Nun sag schon. Überraschung. Hey, Buddy, warte mal. Was ist los? Bist du nachher wieder im Probenraum zu üben? Nee, heute nicht und wahrscheinlich auch nie wieder. Hä, wieso das denn? Ja, was soll's. Alberts Enkel wird's wahrscheinlich nie wieder geben. Alexander hat einfach keine Zeit mehr. Allein schaffe ich's einfach nicht.
Ja, schade. Ich dachte, du könntest mir helfen. Helfen? Wobei? Naja, einen Song für Tina zu schreiben. Nanu, auf einmal? Na, du hast mir doch gesagt, wenn du ich wärst, dann würdest du dir was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, wahrscheinlich hast du recht, so ein Song wäre genau das Richtige für Tina. Aha, und was soll ich dabei machen? Also, ich habe mir da schon ein bisschen was einfallen lassen. Hey, ich glaube, da vorne steht sie und lächelt mich an. Und gleich geht sie. Und was mache ich dann? Findest du es so? Nicht schlecht. Ah, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Kannst du nicht einen richtigen Song draus machen? Okay, ich bin dabei. Aber vorher machen wir erstmal eine Mikroprobe, ob du überhaupt als Frontman taugst. Einverstanden? Ich und Frontman? Ich bin total gespannt, ob Mr. oder Miss Nobody nochmal zuschlägt. Glaube ich nicht. Woher willst du das denn wissen? Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Du, Laura, braucht ihr noch jemanden für die Schülerzeitung? Du meinst jemand, der schreibt? Ja, genau. Ich würde nämlich so gerne bei euch mitmachen. Ist aber so einfach nicht. Du bist doch gerade mal in der fünften. Na und? Ich habe mir auch schon was ausgedacht. Du? Was dagegen? Ich dachte, ihr könntet vielleicht eine Fortsetzung für eure Fabel gebrauchen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr mit Vera gesprochen habt. Okay, wir melden uns dann. Na, was sagt ihr? Mächtig verdächtig, die Kleine. Bloß weil sie an der Schülerzeitung mitarbeiten will. Und warum hat sie ausgerechnet die Fabeln ausgesucht? Da steckt mehr dahinter. Glaube ich nicht, dann hätte sie nicht so offen von einer Fortsetzung gesprochen. Aber das ist es doch. Sie outet sich und wir sollen gerade deswegen denken, dass sie es nicht gewesen sein kann. Ich glaube, den Fall lösen wir nie. Vielleicht doch. Mir ist da gerade so eine Idee gekommen. Und was willst du tun? Abwarten. Die will sich doch bloß wichtig machen. Hey, Buddy, das ist genial. Mann, jetzt übertreib doch nicht. Na, im Ernst, sowas würde ich nie hinkriegen. Ach Quatsch, du hast es bloß selber noch nicht probiert. Nee, lass mal. So einen Song wie den, das schaffe ich nie. Sag mal, wir sind doch Freunde, oder? Ja, ich denke schon. Und Freunde machen sich doch manchmal Geschenke, richtig? Geschenke? Wie meinst du das? Also, ich schenke dir meine Melodie und dafür schreiben wir zusammen Text. Einverstanden? Nicht im Ernst, oder? Also, ich bin echt sauer, wenn du jetzt ablehnst. Ablehnen? Ich bin doch nicht wahnsinnig, ja. Nanu, Oliver, seit wann stehst du denn auf Jungs? Hast du wohl die Nase voll von Mädchen? Was willst du denn hier? Ich wollte nur mal so gucken, was sie hier so treibt. Raus! Okay, los, weiter. Also, fangen wir einfach mal an. Ja, und wie? Einfach drauf los. Also, eins und zwei und drei und... Ich glaube, da vorne steht sie und lächelt mich an. Und gleich geht sie. Und was machst du dann? Dann gehe ich hinterher und spreche sie an. Dann schaut sie dich an. Und was sagst du dann? Dann sage ich, hallo Tina, hast du Zeit für mich? Und sie sagt ja, aber nur ganz freundschaftlich. Dann schütte ich den Kopf und sag, ich will mehr. Ja, dann flippert sie mit dir und du umarmst sie fast. Ja, und trotzdem hätte ich sie beinahe noch verpasst. Denn völlig unerwartet kam eine andere vorbei. Ja, und ich, Idiot, machte sie zu Nummer 3. Die 4 ist deine Glückszahl, das ist die erste Wahl, die echte Nummer 1. Ich weiß ja, wie Nummer 1, die kenne ich doch schon lange. Ey, Olli, das wird super. Einst schaute der kleine wilde Löwenkönig Emanuel, der inzwischen glatzköpfig war, in seine Schatzkammer und stellte fest, dass sie leer war. Tja, das ist wohl wahr. Das machte ihn ärgerlich und er brüllte seinen Hofstaat an. Wir brauchen dringend Gold! Lasst euch gefälligst was einfallen! Manchmal würde ich das wirklich gerne tun. Sofort begann der übellaunige Wolf wieder auf dem Schlosshof herumzuwühlen und zu graben, doch außer ein paar uralten Knochen fand er nichts. Die schwarzbunte Oberhofkuh schüttelte empört den Kopf. Ich kann zwar bis 99 zählen, aber Golddukaten scheißen kann ich nicht. Also der Absatz gefällt mir überhaupt nicht. Nein? Das können wir doch ändern. Ja, schon besser. Und die Hofkapellmeisterin, das sanfte, blauäugige Schaf, blökte, Gold, Gold, ich habe Gold in der Kehle, wenn euch das was nutzt. Nur der Hofnarr, das vorwitzige Stinktier, bot sich an, ich werde die geheime Formel zur Herstellung von Gold finden. Als nun das Stinktier die Formel vor den gierigen Augen des gesamten Hofstaates ausprobierte, verbreitete sich ein gewaltiger Gestank im ganzen Reich. Die Stinkbombe war erfunden. Ich habe mich inzwischen unter den Schülern umgehört. Der Verfasser dieser Fabel ist immer noch nicht entlarvt worden. Was die Vermutung nahelegt, dass der Verfasser vielleicht ganz woanders zu suchen ist. Sie meinen doch nicht etwa hier im Kollegenkreis? Also, mir ist der Gedanke auch schon gekommen. Ich sichere dem Täter hiermit Straffreiheit zu, wenn er sich freiwillig stellt. Ich möchte klarstellen,
Ich war es nicht. Glaube ich auf der Stelle. Sonst hätten Sie sich wahrscheinlich etwas liebenswürdiger dargestellt. Also Ihnen würde ich das sofort zutrauen. Mir? Wieso? Na, Sie sind doch bestens dafür bekannt, dass Sie ständig kritische Äußerungen über Kollegen loslassen. Stimmt, aber dazu brauche ich kein Pseudonym und keine Schülerzeitung. Sowas mache ich frontal. Warum fragt mich eigentlich keiner, ob ich's war? Oh, nein, Sie doch nicht. Nein, Sie doch nicht. Oh, wenn Sie sich da mal nicht irren. Ich fürchte, Sie kennen mich noch nicht richtig. Also, Kollegin Delling, ich kenne kein weibliches Wesen, das so freundlich und so sanftmütig ist wie Sie. Danke. Hereinspaziert, meine Damen und Herren, und solche, die sich dafür halten. Herzlich willkommen zur Mega-Super-Sonderauktion auf Schloss Einstein. Hier kommen Dinge unter den Hammer, die es eigentlich gar nicht gibt. Oder sagen wir mal, geben dürfte. Aber erst einmal möchte ich Ihnen meine reizende Assistentin vorstellen, Miss Monika! Darf ich bitten, Miss Monika? Ja! Was haben wir denn da? Eine Luxus-Tennissocke. Schon ein bisschen antik, was den Wert allerdings nur steigert. Also ich würde sagen, Anfangsgebot 5 Minuten Hoffegen. Wer bietet mehr? 5 Minuten Hoffegen, typisch Fabian. Als Serviceangebot, ich kann den Besitzer der anderen Socke über den Aschenputtel-Sockentest ermitteln. Allerdings geht es dabei dann nicht um Größe, sondern um den Geruch. Na kommt schon. Wie wär's mit 3 Minuten Hoffegen? 2 Minuten? Mein letztes Angebot. 1 Minute 37 Sekunden. Zum ersten, zum zweiten ja, und... Ich nehme die Socke. Zum dritten. Herzlichen Glückwunsch. Miss Monika, notieren Sie bitte, Ole, 1 Minute 37 Sekunden Hoffegen. Haben Sie? Gut, und weiter geht's. Hier haben wir was ganz Besonderes. Ein Stück voller Lust und Liebe. Handgeschrieben. Ich zitiere. Heute Morgen O getroffen. Tut so, als kennen wir uns nicht. Der Mistkerl. Habe gesehen, wie er S angemacht hat. Die dumme Pute fühlt sich mächtig gebauchpinselt. Vielleicht sollte ich ihr die Sache mit N mal stecken. Oh. Da wird einem ja heiß und kalt. Wer weiß, welche dunkle Geheimnisse da noch so ans Tageslicht kommen. Ich finde, das dürfte mindestens 5 Minuten Dachboden aufräumen wert sein. Wer bietet mehr? Gut, dazu noch 7 Minuten 7 Sekunden bei der Essenausgabe helfen. Und noch 9 Minuten und 19 Sekunden Geschirr spülen. Ja. Zum ersten, zum zweiten. Ja, ich. Zum dritten. So, Miss Monika, notieren Sie bitte. Kim, 5 Minuten Dachboden und so weiter und so weiter. So, und jetzt kommt's. Meine Damen und Herren, aufgepasst. Wer diese Prachtkerle über sein Bett hängen will, der sollte bereit sein, mindestens 10 Minuten den Keller aufzuräumen. Zum ersten, zum zweiten und... Hm? Ja gut, wie wär's mit 7 Minuten 7 Sekunden? Als Zugabe noch ein Foto von mir. Zum ersten, zum zweiten... Ja, ich. Und zum dritten. Also wenn dieser Song Tine nicht umhaut, dann weiß ich auch nicht mehr. Na, meinst du denn, dass sie versteht, was ich damit sagen will? Na hör mal, deutlicher geht's wirklich nicht. Tja, dann fehlst wohl nur noch du. Dann sind wir komplett. Fangt ihr schon wieder damit an? Ich habe euch doch gesagt, dass ich mich bei Jugendforsch beworben habe. Na nun komm schon her, denn wir brauchen dich sehr. Na los, gib dir einen Stoß und sei kein Trauerkloß. Dass sie mich nervt, das war mir klar. Was soll ich anderes machen? Ich sag ja. Aber nur einmal. Wenn ihr Alberts Enkel wirklich wieder auferstehen lassen wollt, dann müssen wir kräftig Promotion machen. Ja, und wie sollen wir das anstellen? Naja, wir können ja eine kleine Session geben. Nicht mehr als eine Handvoll Leute. So machen die Profis das auch. Okay, und wann? Naja, warum nicht gleich heute Abend? Oh, was meinst du? Geht klar, aber nur unter einer Bedingung. Und die wäre? Sag Tine bitte nichts davon. Geht klar. Gott, was soll denn das hier heißen? Keine Ahnung. Und was bedeutet dieser Pfeil?
Ich finde mich da auch nicht mehr raus. Sag mal, hat schon mal irgendjemand bei den Lehrern nachgeforscht? Laura und ich haben uns ein paar Artikel aus pädagogischen Fachzeitschriften vorgenommen. Was Historisches von Wolfert. Eine Abhandlung über Solarenergie von Gallwitz. Und eine Beethoven-Biografie von Frau Delling. Ja und? Fehlanzeige. Tja, dann gibt's nur eins. Wir warten, bis der Täter wieder eine neue Story liefert. Also wenn ihr mich fragt, ich wette, dass dieser Nobody in absehbarer Zeit nichts mehr von sich hören lässt. Da schätze ich den Typen anders ein. Wieso? Du hast doch überhaupt gar kein Täterprofil von ihm. Also ich nehme an, er oder sie... Was ist denn das? Wie Zeremonienmeister Fuchs seine schlampigen Untertanen zu überlisten versuchte. Hurra! Nobody hat wieder zugeschlagen! Unmöglich, ich bin doch noch gar nicht fair... Ja, ich muss zugeben, ich habe mich ganz schön geirrt. Dubai, die Auktion war doch ein Riesenerfolg. Ja, ja, schon, aber ich hätte wetten können, das Notizbuch mit der Liebesgeschichte gehört Iris und nicht Kim. Und bei den Schummeltricks, da hätte ich auf Ole getippt. Naja, wohl wahr. Ein bisschen war ich auch verwundert, dass ausgerechnet die kleine Julia aus der 5. das Chippen der Poster ersteigert hat. Wieso denn? Das spricht doch für ihren guten Geschmack. Soweit ich mich erinnere, ist doch Chippendale ein recht reizvoller Möbelstil aus dem 18. Jahrhundert. Wobei es sich bei diesen reizvollen Chippendales, lieber Kollege Wolfert, nicht so sehr um Möbel handelte. Sondern? Danke, Julia. Ja, schon gut. Und wer hat meine Schummeltricks? Hier, ich. Eigentlich wollte ich sie ja für mich behalten, aber... Hey, das ist gegen die Abmachung. Ja, ist ja schon gut. War ja nur ein Spaß. Hier, Iris, dein Notizbuch. Danke. Aber hättest du die 9 Minuten 19 Sekunden Geschirrspur nicht runterhandeln können? Du hast doch selber gesehen, wie heiß begehrt deine super Love Story war. Sag mal, wer ist denn eigentlich O? Oliver? Quatsch, das habe ich mir alles nur ausgedacht. Kein Wort wahr. Ehrlich? Ehrlich. Ich denke, die da drüben bestimmt, sie kennen die echten Sachen, Verlierer. Ganz schön daneben. Hier, das habe ich auf dem Flur vor dem Lehrerzimmer gefunden. Danke. Geht da schon wieder los mit der Schlamperei. Ui. Meine liebste, hochverehrte Henriette, der letzte Samstag mit dir wird mir unvergessen. Ja, im Prinzip schon, aber dafür müssten Sie, sagen wir mal, 4 Minuten, 4 Sekunden den Hof fegen, Herr Dr. Wolfer. Was, 4 Minuten, 4 Sekunden den Hof fegen, nur weil ich diesen Brief... Du bist Nobody? Ja, nein, naja doch. Aber das da war ich nicht. Nein, das war ich. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Wer ist denn nun dieser Nobody? Du oder du? Ganz einfach, wir wollten doch wissen, wer der unbekannte Schreiber ist. Und da habe ich mir überlegt, wie ich den Täter herauslocke. Hattest du einen bestimmten Verdacht? Anfangs noch nicht, aber als dann Sebastian so übereifrig einen auf James Bond gemacht hat... Hey, du hast nötig. Da habe ich ihm eine Falle gestellt und die nächste Fortsetzung selber geschrieben. Hat funktioniert. Warum hast du uns eigentlich die ganze Zeit zum Theater vorgespielt? Naja, eigentlich nur, weil ich die Sache mit Giovannis Annonce wieder gut machen wollte. Du weißt schon, die ich vergessen hatte abzuholen. Dann hatte ich eine Wut auf dich. Ja, ich weiß. Deshalb wollte ich dich überraschen und hab dir die Diskette mit der Farbe auf den Tisch gelegt. Und deshalb, weil die so gut ankam, auch noch die zweite. Und warum unter einem falschen Namen? Beim ersten Mal, weil ich mich nicht blamieren wollte. Und falls euch die Farbe nicht gefallen hätte. Und beim zweiten Mal? Eigentlich nur, weil es so einen Spaß gemacht hat, euch zuzusehen, wie ihr Detektiv spielt. Toll, dass ihr alle gekommen seid. Heute Abend wollen wir Alberts Enkel wieder auferstehen lassen. Und ob dieser Wiederbelebungsversuch wirklich klappt, liegt ganz allein an euch. Also drückt uns die Daumen. Ich glaube, da vorne steht sie und lächelt mich an. Und gleich geht sie. Und was machst du dann? Dann gehe ich hinterher und spreche sie an. Dann schaut sie dich an und was sagst du dann? Dann sage ich, hallo Tina, hast du Zeit für mich? Und sie sagt ja, aber nur ganz freundschaftlich. Dann schütte ich den Kopf und sag, das ist nicht fair. Ich mag dich doch sehr und deshalb will ich mehr. Dann flippert sie mit dir und du umarmst sie fast. Und trotzdem hätte ich sie beinahe noch verpasst. Denn völlig unerwartet kam eine andere vorbei. Und ich, Idiot, machte sie zu Nummer 3. Die 4 ist deine Glückszahl, das ist die erste Wahl. Die echte Nummer 1, das klingt vielleicht banal. Ich weiß ja, wen du meinst, die kenne ich doch schon lange. Klar, Tine, da stehen doch wirklich alle Schlangen. Kleine Prinzen kriegen immer, was sie wollen. Kleine Prinzen tun nicht immer, was sie sollen. Auf der Suche nach dem Leben tun sie alles, was gefällt. Weil doch jeder Prinz sich eben für den größten König hält. In dem Spiel um das Herz in meiner Welt, weil mir das gefällt. Weil mir das gefällt.